Wieso heißt der Tabak eigentlich nicht Chili Blue Ochsenknecht? Nee, so eine hässliche Visage darfst du nicht aufdrucken auf die Tabakdose. Das gilt gleichzeitig als Schockbild. Jedes Mal, wenn du sagst Chili Blue, das hört sich fast an wie Chili Blue. Chili Blue. SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Warentester, Shisha-Olli und meine Wenigkeit B2B betonieren heute wieder ordentlich rein. Auf geht's zur letzten Vergleichsrunde, was Ginny und Social Smoke angeht. Ja, wir testen heute den Ginny Blue gegen den Social Smoke Bayer Blue. Genau, wir haben in der kleinen Amirs-Pfeife den Social Smoke Bayer Blue drinnen. Und in der Egeglas Letizia, also auf meiner Seite, da haben wir den Ginny Blue drin. Gebaut haben wir beide wieder exakt gleich. Das heißt, im SWT-Setup, sprich Safir Squeeze Number 9, dreiviertel voll gemacht, Lotus und Smokebox obendrauf, zwei Black Kokos rein und ab geht die Luzi. Ja, und für alle, die meinen, warum tue ich denn immer mal wieder hier den Kopf so genau anschauen? Es ist erst ein kleiner Unfall passiert, ich blende es gerade mal ein. Also in Landsberg zu suchen habe. Gekauft. Gekauft. Scheiße! Scheiße! Fuck! Oha. Wie konnte das passieren? Arme nach vorne! Ja, jetzt wisst ihr, was da los war, Freunde. Immer aufpassen auf die Kopfgummidichtung, denn sonst kann es passieren, dass es euch auf dem Schoß landet. Genau, und dann ja, ist er heiß, der Schoß. Ja, zurück zum Thema. Wir probieren jetzt mal beide gegeneinander. Und ich zeige euch als allererstes natürlich wieder den Schnitt und die Feuchtigkeit. Hier in der Alufolie haben wir wieder den originalen Social Smoke Bayer Blue. Und hier drinnen haben wir den Ginny Blue. Wie man sehen kann, Feuchtigkeit ist wieder bei beiden fast identisch. Tabak ist beim Social wie immer ein bisschen heller, aber beide natürlich original belassen. Das heißt nicht zusätzlich irgendwie künstliche Farbstoffe drin oder sonst was. Und dann kommen wir, ich habe zur Action Hand gegeben, um zum Riechen, Olli. Wir kommen jetzt mal zum Geruchstest. So heißt der Tabak eigentlich Ginny Blue Ochsenknecht. Nee, so eine hässliche Visage darfst du nicht aufdrucken auf die Tabakdose. Das gilt gleichzeitig als Schockbild. Nee, jedes Mal, wenn du sagst Ginny Blue, das hört sich fast an wie Ginny Blue. Ginny Blue. So, also was soll Bayer Blue sein? Für alle, die es nicht wissen, natürlich Blaubeer Minze. Ja, beim Ginny Blue muss ich sagen, haben wir eindeutig Blaubeere, riecht man auf jeden Fall raus. Und eine leichte frische Note ist mit drinnen. Die Blaubeernote ist süßlich gehalten. Ja. Hier genau das gleiche. Kann ich jetzt bloß so sagen, bloß die Blaubeernote, wie man sie halt auch von anderen Tabaksorten kennt. Mal hier Vergleich. Oh. Ich finde hier ist sogar ein bisschen schwächer. Ja. Da ist er ein bisschen intensiver vom Geruch. Ich wollte es gerade sagen. Also hier, der riecht ein bisschen süßer noch. Ja. Intensiver Geruch ist beim Ginny auf jeden Fall. Oh ja. Aber sonst Geruch fast gleich, also was minztechnisch und so angeht, wirklich sehr, sehr dezent, aber beide fast identisch, nur dass der Ginny ein bisschen süßer riecht. Richtig, genau. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze im Geschmack ausschaut. Also, beim Ginny Blue Ochsenknecht ist es folgendermaßen, wir haben eine leichte frische Note mit drin. Wie bei den anderen Sorten, also wie zum Beispiel bei Waterfresh, genauso die gleiche Minznote war. Leicht im Hintergrund, nicht penetrant, dominant oder sonst was. Ganz leicht im Hintergrund schmeckt man sie raus. Und im Vordergrund hat man, wie im Geruch, auch eine leckere, süße Blaubeernote, die ja, auf jeden Fall sofort heraussticht. Definitiv. Auf jeden Fall sehr lecker. Wie ist es beim Soßensmoke? Du sagst auch wieder die Minze ganz normal, ganz dezent im Hintergrund, also perfekt für mich. Also ich liebe das so, wenn sie leicht nur im Hintergrund ist. Also nicht so stark nicht so wie jetzt bei den anderen Sorten, da war ja die Social Smoke immer stärker. Da war sie zu stark, okay. Teilweise, aber hier ist sie wirklich auch sehr, sehr dezent im Hintergrund.
Aber die Blaubeernote, wie man es ja eigentlich auch schon von Alvaja Blue Mint kennt, jetzt, aber nicht so mit dem Minzanteil, oder so von Alfacher Blaubeere, so eine typische, ja, möchte man eher sagen, so herbere Blaubeere, also nicht so süß. Also, ganz normale Blaubeere einfach, wie man sie kennt. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal durch, einmal Schlauchtausch und dann schauen wir noch mal, wie ich den Social Smoke empfinde. Ja, Minznote ungefähr genauso wie beim Ginny, aber die Blaubeernote ist anders und die ist nicht so süß wie beim Ginny Blue. Also ich finde, die Blaubeernote ist lecker, aber ich finde den von Ginny besser, weil die süßer ist, für mich persönlich. Also ich bin halt eher der süßere Fan, was Blaubeer angeht, und da finde ich den Ginny leckerer, weil die Blaubeernote intensiver und süßer ist. Aber auch der Social Smoke ist lecker, definitiv. Also stimmt auf jeden Fall, also der Tabak ist süßer, hier drüben, Ginny. Allerdings muss ich sagen, haben beide ihre Reize, sind beide sehr lecker. Mhm. Aber persönlich muss ich sagen, gefällt mir der Ginny wiederum auch wieder besser. Aber nur, weil wir damals bei Alvaja Blue Mint und so weiter einfach übertrieben haben. Wir haben da Dosen weggeraucht im Ami-Setup damals und irgendwann konnte ich den allein der Geruch Jahr schon. Oder Jahr nicht mehr riechen. Also ich konnte die Dose aufmachen und mir ist schlecht worden. Und deswegen meide ich eigentlich schon hauptsächlich Blueberry, schieß mich tot alles. Ja. Ab und zu geht es jetzt mittlerweile wieder, deswegen kann ich es auch jetzt wieder rauchen. Allerdings würde ich mich aber persönlich eher auf den hier fixieren, weil er einfach süß ist und die Blaubeere einfach nicht so rüberkommt wie jetzt ja, hier oder wie beim Alvaja und schieß mich tot. Ja. Deswegen ist er für mich persönlich angenehmer hier rechts. Ja, ja. Aber wie gesagt, sind beide wirklich top, schmecken super lecker, sehr intensiv. Gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Wer auf eine süßere, leicht intensivere Blaubeernote steht, ist bei dem Ginny Blue definitiv an der richtigen Adresse. Preisig ist das Ganze, wie bei den anderen Ginny-Sorten, natürlich deutlich interessanter wie Social Smoke. Social Smoke liegt bei fast 33 Euro für 150 Gramm, genau. Und der Ginny liegt bei 200 Gramm 16,90 Euro. Also wird nicht lang gefackelt, ganz klar würde ich da den Ginny vorziehen. Liebe Grüße gehen übrigens an das Flavor Burgau Team raus. Die Shisha Bar in Burgau bei uns in der Umgebung, die haben uns alle Social Smoke Sorten gestellt, zur Verfügung gestellt, dass wir diesen Vergleichstest machen konnten. Ohne Flavor Burgau hätten wir das Ganze nicht machen können. Deswegen, liebes Flavor Team, Ötzi, Haki und so weiter, vielen Dank an euch. Für den Soßensmoke. Super Sache, echt sehr, sehr lecker und sehr gut von euch, dass wir das testen durften. Schaut auf jeden Fall mal in Burgau vorbei. Dort gibt es sehr, sehr viele Social Smoke Sorten zur Auswahl und bald auch die Ginny Sorten, die neuen. Genau, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch die Pro- und Kontraliste vom Ginny Blue an. Da hätten wir bei Pro den Schnitt, die Feuchtigkeit, der Geschmack, die Intensität, die Rauchentwicklung, die lange Rauchdauer und natürlich auch der Preis. Bei Contra oder Neutral haben wir nichts für euch. Und das war's auch mit dem Ginny-Vergleichsvideo, beziehungsweise mit allen Ginny-Vergleichsvideos, die es bis jetzt gibt. Mehr neue Sorten gibt es ja von Ginny noch nicht. Wenn euch diese Vergleichsvideos gefallen und ihr die in Zukunft öfters sehen wollt, zum Beispiel wenn es jetzt einen Tabak gibt, wo es ein Original und eine Nachmache gibt und ihr wollt, dass wir die gleichzeitig gegeneinander testen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und zeigt es mit eurem Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten ab. Abonnieren könnt ihr jetzt direkt hier an meinem Hoden und zum letzten Video kommt ihr bei Olli seinen Klöten. Aber seine sind schon durchgebraten durch den Sturz. Richtig, also da bitte sanft draufklicken, danke. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal, euer Shisha Olli und Big2B. Servus! Servus.